Das fängt ja gut an, ja. Ich schwöre Ihnen, es war nicht verabredet. Und nun möchte ich, dass Sie meinen heutigen Gast sehr herzlich begrüßen, Bodo Wartke. Lieber Bodo Wartke, Sie wurden 1977 in Hamburg geboren und sind in Rheinbeck und in Bad Schwartan. Schwartau, ja. In Schleswig-Holstein aufgewachsen. Aber Tarn klingt auch nicht schlecht, aber es heißt genau. Kann man deshalb davon ausgehen, dass andere an Ihrer Seite sich entspannen können, weil Sie die Ruhe des Nordens ausstrahlen? Oh, strahle ich die denn aus? Weiß also, ich nicht. Also ich entspanne mich immer im Norden. Ich komme als Hektiker hin und dauert alles und dauert und dann kann ich mich entspannen. Also ich glaube, ja, ich kann das Lebensgefühl bestätigen. Also Norddeutsche sind, also Schleswig-Holstein ist ja ein Land, in dem leider eine gewisse Kulturarmut herrscht. So von Ausnahmen abgesehen wie dem Schleswig-Holstein Musikfestival oder Leuchtinseln des Kabaretts wie dem Lutherbäcker in Lutherbeck. Aber ansonsten gibt es da, ja, so, wenn man da mal auf den Spielplan schaut, fallen einem die Augen aus dem Kopf. Otto Walkes ist nicht auch aus der Gegend? Der kommt aus Friesland. Ach ja, das ist ja noch ein Sonderfall, ja. Und deswegen, mein Verhältnis zum Norden ist sehr gespalten. Ich bin da sehr gern, ich komme auch sehr gerne dort her, aber alles, was ich gerne tue, geht da nicht so gut. So. Hm. In Berlin dafür umso besser. Ja, das kenne ich. Ich laufe außer. Für die Berliner und Berliner bin ich so selbstverständlich. Außerhalb laufe ich wesentlich besser. Aber Ihre Mutter war Ärztin und ist leider schon gestorben. Ihr Vater war auch Arzt und lebt. Sie waren Einzelkind. Darf man davon ausgehen, dass Sie dadurch etwas verwöhnt wurden? Also erstmal, ich bin tatsächlich kein Einzelkind. Ich weiß, darauf komme ich noch, auf die Schwester, ja, wenn Sie die meinen. Aber faktisch Einzelkind, meine ich. Nun ja, verwöhnt. Also auf mir ruhten auf jeden Fall die Erwartungen meiner Familie, die ich auch tunlichst zu erfüllen hatte. Und dass ich, als ich dann den Berufswunsch äußerte, Künstler werden zu wollen, brach sich erstmal nackte Panik Bahn. Also meine Eltern hätten sich halt sehr gewünscht, dass ich in ihre Fußstapfen trete und Arzt werde. Das lag ja auch nahe. Also ich hätte mir sogar aussuchen können, wessen Praxis ich übernehme. Aber es war tatsächlich nicht das Richtige für mich. Und beim Berufsbild Künstler dachten halt beide Eltern, unabhängig voneinander, aber dann doch sehr synchron, um Gottes Willen, der Junge wird drogensüchtig und schwul. Wie die anderen Künstler. Was haben wir nur falsch gemacht? Wir haben versagt. Was sollen bloß die Nachbarn denken? So, und als ich dann aber anfing, damit erfolgreich zu werden und es auch auf soliden Füßen stand, da wandelte sich die Meinung meiner Eltern schlagartig. Also seit sie mich im Fernsehen gesehen haben und von Nachbarn auf mich angesprochen wurden, da hat dann jeder meinen Erfolg für sich reklamiert und gesagt, ja, ja, das hat der Junge alles von mir. Das hat er nicht von seinem Vater. Das finde ich sehr schön. Der Campino hat mir erzählt, dass sein Vater natürlich strikt gegen die Laufbahn war, die er einschlug. Und als sie das erste Mal wieder zusammen, also da waren sie regelmäßig bei der Sparkasse oder bei der Bank waren, beide, und der Bankdirektor seinen Sohn begrüßte und nicht den Alten, also Campino begrüßte, da war der Alte sowas von entsetzt, dann sah er das anders. Seitdem war er stolz. Auch interessant, welche Erlebnisse das sind. Was spielte in Ihrem Leben Kirche und Religion für eine Rolle? Von zu Hause, aber dann auch in der Kirche? Sehr untergeordnet. Also ich bin passiv evangelisch, so, also halt evangelisch getauft und konfirmiert, aber man wird ja zu einem, also in einem Alter getauft, das
Baby und konfirmiert als junger Teenager zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich noch gar nicht so wirklich beurteilen kann, wofür oder wogegen man sich entscheidet. Ich habe da halt so mitgemacht. Die anderen wurden halt auch konfirmiert und man kriegt Geschenke, cool. So. Aber das war in der DDR so mit der Jugendweihe. Man wollte ja auch was Geschenk kriegen. Ja, ja. So positiv gewandelt hat sich mein Bild, also ich fand halt auch Gottesdienst immer fürchterlich langweilig. So, und warum muss ich da hin? Und oh, boah, na gut, an Weihnachten, aber oh, so, also deswegen passiver Christ, nicht wirklich dabei. So. Und positiv gewandelt hat sich das Bild, als ich im Jahr 2011 das erste Mal auf dem Kirchentag auftrat in Dresden. Und da fanden halt völlig andere Sachen statt, als ich sie erwartet hatte. So, also angefangen damit, dass bei der Eröffnungsveranstaltung beide Elbufer gesäumt waren von Tausenden von Menschen. Man stand wirklich im Pulk und normalerweise, wenn man gesäumt ist von Tausenden von Menschen, ist es eher unangenehm. Es ist laut, latent aggressiv, besoffen, so, und da halt überhaupt nicht. So, im Gegenteil, die Leute passen auf sich auf, so, dass sie sich nicht gegenseitig anrempeln, auf Fuß latschen, geben einem gegenseitig Feuer für ihre Kerzen, sind extrem gut drauf. Dann treiben Tausende von Teelichtern auf Papierschiffchen die Elbe herab. Es sieht super aus, die werden alle wieder eingesammelt wegen des Umweltschutzes von freiwilligen Helfern. So, also, und da war einfach eine wahnsinnig gute Stimmung. Und auf dem Kirchentag wird halt darüber gesprochen, schon im Jahr 2011. Umweltschutz, CO2-Ausstoß, Energiewende, Migration, Integration. Also einfach die Themen am Puls der Zeit werden da besprochen. Und es wird darüber diskutiert, was können wir besser machen, was für Lösungen können wir finden. Es ist eben keine Veranstaltung von wegen, wir machen das, was wir seit 1000 Jahren machen. Warum sollten wir das ändern? Was früher gut war, kann ja heute nicht schlecht sein. So, das war das eine, was mein Blick auf Religion sehr positiv gewandelt hat. Und das zweite war, kurz nach dem Tod meiner Mutter im Mai 2014, also einen Monat nach ihrem Tod, war ich in New York und habe in Harlem gewohnt und bin da mal aus purer Neugier in so einen Gospel-Gottesdienst gegangen. Mhm. So in einer kleinen Kirche, da waren keine Touris, so, also die großen Kirchen sind halt voll mit Touris und man hat uns gesagt, es ist kein Platz mehr, aber geht mal hier um die Ecke, da ist eine sehr nette Gemeinde. Da bin ich hin, man wird mit Handschlag begrüßt, der Gottesdienst dauert 4 Stunden, ohne Pause und ist extrem unterhaltsam. So, also es fängt damit an, dass eine Band erstmal Musik spielt, so eine halbe Stunde lang, unglaublich gut. So, und die Pastorin, die sogar den eigentlichen Pastor vertreten hat, der war gerade in China, der konnte nicht, dann hat sie ihn vertreten und war nach der Predigt wirklich schweißgebadet, weil sie komplett am Ende war ihrer Kraft. Und es geht halt wirklich um Mitmenschlichkeit. So, und jeder hat ein Problem, jedem geht es mal irgendwann nicht gut. Leute in der Gemeinde kriegen zwischendurch mal, müssen ein bisschen heulen, weil es sie sehr betrifft und sehr berührt. Schon kommen 3 Leute vorbei und legen ihm die Hand auf die Schulter und sagen, hey, alles wird gut. So. Das habe ich doch in Sister Act gesehen, ne? Ja, so muss man sich das vorstellen. Ja, genau so. Ja, da war der Papst da und die sangen plötzlich so schwungvoll, die Nonnen, da war was los, ja. Mhm. Wie war das Verhältnis? Haben Ihre Eltern mit Ihnen viel über Medizin und überhaupt über Naturwissenschaften gesprochen? Also über Naturwissenschaften weniger. Meine Mutter hat mir mal erklärt, wie die EKG-Kurve entsteht. Das hat aber eher was mit Mathematik zu tun, tatsächlich. Und also dadurch, dass ich halt den Großteil meiner Jugend bei meiner Mutter aufgewachsen bin, habe ich vor allem eben sie mitgekriegt. Und da war Medizin natürlich immer Thema, weil sie, obwohl sie der ärztlichen Schweigepflicht unterliegt, natürlich mir gegenüber erzählt hat, was sie selbst beschäftigt hat, wenn Ärzte, wenn Patienten sterbenskrank war, denen sie auch nicht mehr helfen konnte. So, und das hätte ich gerne noch ergänzt zu ihrer vorangegangenen Frage. Meine Mutter hat mir mal tatsächlich nach aller Skepsis, die sie vorher hatte, ein sehr, sehr schönes Kompliment gemacht. Das Schönste, was ich je bekommen habe, als ich selbst mal gehadert habe, hätte ich doch Medizin studieren sollen. Ja. Ich sagte zu ihr, das, was du tust, ist so sinnvoll. Mit dem, was du kannst, sorgst du dafür, dass Menschen gesund werden. Und meine Mutter sagte zu mir wörtlich, ja, das stimmt, aber mit dem, was du kannst, sorgst du dafür, dass sie vielleicht gar nicht erst krank werden. Das hat sie gesagt. Ich sage Ihnen mal nachher, wo die Frage von mir nach dem Satz Ihrer Mutter gekommen wäre. Jetzt muss ich darauf achten, dass ich die dann nicht wiederhole. Ah, okay. Aber das macht nichts. Trotzdem interessiert mich, spielten in den Gesprächen politische Ereignisse eine Rolle oder war das eher untergeordnet in Ihrer Familie?
Eher untergeordnet. Also ich fange eigentlich erst in den letzten Jahren an, mich für Politik zu interessieren und für ja, gesellschaftspolitische Zusammenhänge. Also schlägt sich ja auch in meinen Liedern nieder. Ich habe früher halt viel von Liebeskummer und Gewaltverbrechen gesungen und heute halt eher von Umweltschutz und Politik. Kann auch zusammengehören übrigens. Ja. Und Sie haben das ja schon angedeutet, aber man weiß es trotzdem nicht, welche Rolle spielte, als Sie ein Kind waren, Kunst und Kultur, sind Sie da rangeführt worden? War das nur Kino oder? Naja, also ich habe Klavierunterricht bekommen. Ja, da frage ich Sie noch nach, weil Sie dann 11 Jahre ausgehalten haben. Sie haben mit 11 Jahren angefangen und 11 Jahre lang Klavier. Wie hält man denn das 11 Jahre lang aus? Ich hatte einfach wirklich einen tollen Klavierlehrer, so, der es verstanden hat, mich nicht zu drillen, sondern wirklich ein Interesse zu wecken für die einzelnen Komponisten und deren Kompositionsweisen und was das Tolle daran ist. Und das hat mich einfach sehr entflammt. Ich habe aber damals schon gemerkt, dass ich mehr Spaß daran habe, mir selber Sachen auszudenken, als einfach nur nachzuspielen, was andere komponiert haben. Also bei aller Ehrerbietung vor den Komponisten, da denke ich halt immer, ah, das können andere Pianisten besser. So, ich finde es halt cooler, einen Text zu schreiben auf die Mondscheinsonate zum Beispiel oder der Zauberflöte ein neues Libretto zu verfassen. Ja. Das war die Frage 42. Gut, die nehme ich. Eine Schwester von Ihnen starb noch als Säugling in der Klinik. Sie waren erst 3 Jahre alt, aber es hat Ihnen doch sehr viel bedeutet, wie man an Ihrem Lied Christine bemerken kann. Wie kam das? Ich bin halt lange im Bewusstsein aufgewachsen, Einzelkind zu sein. So, und habe die Frage nach meinen Geschwistern auch immer beantwortet mit, ich bin Einzelkind, bis mir irgendwann mal klar wurde, das stimmt gar nicht. So, ich habe eine Schwester, die lebt nur nicht mehr. Oder wie das Lied eben endet mit den Worten, sie ist zwar nicht mehr hier, aber sie ist da. Und diese Erkenntnis war so frappierend, dass ich mich schlagartig nicht mehr so einsam gefühlt habe und tatsächlich diese Frage nach meinen Geschwistern auch inzwischen anders beantworte und ihr eben dieses Lied gewidmet habe aus meinem vorangegangenen Programm. Ich dachte erst, es sei eine große Zumutung für mein Publikum. Ja. Die Leute kommen ja in Erwartung bestimmter Lieder. Die denken, ah, Bodo Wartke, der lustige Liebesliedersänger. Da haben wir einen total lustigen Abend. Und dann kommt ein Lied über den Tod eines Geschwisterkindes. Das ist schon harter Tobak für die Leute. Aber ich kriege als Feedback viel Dankbarkeit, gerade von Menschen, die was Ähnliches erlebt haben, weil sie sich das erste Mal in ihrer eigenen Trauer gesehen und verstanden und gewertschätzt fühlen. Ja, ich glaube, das war auch ein wirklich guter Gedanke von Ihnen, das zu machen, weil Sie dadurch tatsächlich bleiben. Wie war denn insgesamt Ihr Schulbesuch? Waren Sie meistens vorn, in der Mitte oder hinten, leistungsmäßig? Also ich war ein ziemlicher Streber tatsächlich. Also auch ein ziemlicher Nerd, damals schon mit Brille und in uncoolen Sportarten gut wie Geräteturnen und Basketball und Handball. Ich konnte keinen Ball fangen, ich habe den immer in die Fresse gekriegt. Nee. So, also, furchtbar, Handball. Ja, so. Furchtbar. Und dann hatte ich halt auch immer die uncoolen Klamotten an und habe mich für Gedichte interessiert. Also ich war ein ziemlicher Außenseiter. Ja, so. Das verstehe ich. Ich habe Freitag auf einer Abiturientenfeier gesprochen und das ist so eine internationale Schule und das beste Zeugnis aller Zeiten hatte ein Chinese, der übrigens perfekt Deutsch sprach, also du hast auch keinen Akzent oder irgendwas gehört und der sagte dann, jetzt werden Sie alle denken, dass Sie mich Streber genannt haben. Haben sie auch, sagt er. Und dann sagt er, das fand ich so witzig, aber was ist eigentlich schlimm daran, etwas anzustreben? Also er hat das dann positiv übersetzt. Das gefiel mir. Also den Klavierunterricht haben Sie schon erzählt, aber wie begann der? War das Ihr Wunsch oder war das der Wunsch Ihrer Mutter? Oder? Ich glaube tatsächlich beides. Also meine Mutter war, wie ich inzwischen erkannt habe, relativ fantasielos, was die Hobbys ihres Sohnes betraf. Denn mein nächstälterer Cousin hatte genau die gleichen Hobbys. Der hat auch Klavier gespielt und war im Turnverein. Und meine Mutter befand sich zeitlebens immer in so einer Konkurrenzsituation mit ihrer
nächstälteren Schwester der Mutter meines Cousins. Und dann hat sie mich eben auch beim Turnverein angemeldet und beim Klavierunterricht. Aber ich habe mir beides zum Glück sehr schnell zu eigen gemacht. Und beim Klavierspielen war es sogar so, dass ich hatte als Achtjähriger einen schweren Unfall. Ich habe mir meine linke Hand eingeklemmt in der Schiebetür eines Regionalzuges. Und die waren damals halt noch nicht automatisch, sondern die ließen sich nur öffnen und schließen mit roher Gewalt. Und die waren zwar mit so einer Gummi-Isolierung versehen eigentlich, aber die fehlte bei dieser Tür. Und ich fuhr mit meiner Oma damals noch nach Bad Schwartau. Und kurz bevor wir dort ankamen, also wir standen schon im Vorraum des Regionalexpresses, flog die Tür zu und ich hatte meine Hand über der Fuge und hielt mich fest. So, und büßte dadurch, wie Sie hier sehen können, das letzte Glied meines linken Ringfingers ein. So, also das ist dann für Klavier ein bisschen schwierig. Tatsächlich, ne? Ja. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon Klavierunterricht. Und als das dann verheilt war und mir man halt die Kuppe abnehmen musste, da hatte ich, wenn ich mich recht erinnere, so ein jetzt erst recht Gefühl. Wollen wir nochmal sehen, ob es nicht trotzdem klappt. Denn mein Klavierlehrer hatte das tatsächlich auch. Der hatte im Rasenmäher gefasst. So, dreht er sich noch? Ah ja, okay. Dem fehlte tatsächlich auch die Ringfingerkuppe, allerdings von der rechten Hand. So, und der konnte spielen wie ein junger Gott. Und das hat mir gezeigt, dass es mehr möglich, als man glaubt. Und ich benutze den Finger wie alle anderen auch. Ich kann damit Klavier spielen, auch andere Instrumente, wie ich inzwischen weiß. Es ist also überhaupt kein Problem. Und deswegen glaube ich inzwischen, wäre das nicht passiert, hätte ich vielleicht gar nicht erst den Ehrgeiz entwickelt. Also ich bewundere das sowieso. Ich war jetzt mal in einem Konzert von Daniel Barenboim, also im Klavierkonzert. Und der hatte ja nicht eine Note und spielte alle Sonaten. Und mit einem Tempo, das kann man gar nicht aushalten. Und dann hat er mir erklärt, viele machen den Fehler, dass sie zuerst das Tempo bestimmen. Man muss zunächst das Handwerk lernen, völlig auswendig. Und dann erst kann man sich auf das Tempo konzentrieren und das ständig erhöhen. Aber es war für mich eine einzigartige Kunst. Also ich habe so Wurschtfinger, da würde da nie was draus werden. 1966 machten Sie Ihr Abitur? Ja, 66. 96, würde ich sagen. Die lachen so albern, dabei habe ich mein Abitur 66 gemacht. Mensch, also, ein Jahrgang, Herr Giesen. Ja, fast ein Jahrgang. Also 1996 machten Sie Ihr Abitur und leisteten Ihren Zivildienst im Krankenhaus. Warum kein Wehrdienst? War das Ihre Mutter? Waren Sie das selbst? Nee, ich hatte selber keinen Bock auf Bundeswehr. Also ich habe verweigert, das war für mich völlig klar. Dass ich im Krankenhaus gelandet bin, das war Zufall. Ich wollte eigentlich in eine integrative Kita und da hat sich das in allerletzter Sekunde zerschlagen, dass ich da hingehen konnte. Und dann brauchte ich schnell einen anderen Job. Und den hat mir tatsächlich meine Mutter besorgt im Krankenhaus. Ich war erst im Krankentransport. So, und hatte dann aber die Möglichkeit, nach wenigen Wochen in den OP zu wechseln. Und das hat mich sehr gereizt. So, und habe das gemacht. Also der leitende OP-Pfleger hat mich gefragt, hast du Bock, wir brauchen noch ein Zivi. Komm mal vorbei, guck dir mal eine OP an, ob du das durchstehst, genau, oder ob du umfällst. So, und dann bin ich gekommen in den OP und habe auch noch so eine der krassesten Operationen gesehen, die man sich hier vorstellen kann. Und ich dachte vorher mal, ich kann kein Blut sehen und habe dann aber gemerkt, ah, doch. So, und bin daraufhin in den OP gewechselt. Und das war ein toller Job. Also es ist vor allem ein sehr verantwortungsvoller Job. Man wird eben nicht als Zivi behandelt, sondern irgendwann, wenn man kann, was man da können muss, auf Augenhöhe, weil sie wissen, sie können sich auf dich verlassen. Das ist wichtig. Wie kam es dazu, dass Sie Physik studierten und weshalb brachen Sie das Studium ab? Also ich war in Mathematik sehr gut und in Physik immer eine vollständige Pflaume. Also niemals wäre ich dazu bereit gewesen. Aber das interessiert mich. Wie kam es dazu? Ich war in Mathe auch sehr gut und Physik wurde mein Leistungskurs, also ich hatte zuerst Mathe, Chemie als Leistungskurse, weil Musik nicht zustande kam an meiner Schule. Und der Chemieleistungskurs ist leider zerfallen, weil zwei Leute weggegangen sind aus dem Jahrgang und wir dann nicht mehr genügend Schüler waren, um den Kurs aufrechtzuerhalten. Und dann stand ich vor der Wahl, entweder ich wechsle den Leistungskurs oder ich wechsle die Schule. Und habe mich entschieden, ich wechsle den Leistungskurs auf Physik. Und tatsächlich entsprach Physik nie so richtig meiner Leidenschaft, aber ich dachte, Physik ist quasi ja Natur erklären mit Mathe. Mathe kannst du. Natur erklären ist sinnvoll, Mathe für sich genommen ist zu abstrakt.
studierst du mal Physik. So, und war dann sehr überrascht, dass Mathe sehr stiefmütterlich behandelt wird im Physikstudium, eher als Mittel zum Zweck. So, und es geht gar nicht um das, was mich an der Mathematik als solcher so gereizt hat, einfach die Schönheit der Struktur. Die Logik, genau. Der man folgen kann. Aber wissen Sie, ich muss Ihnen ehrlich sagen, da spricht eine Chinesin in Peking in einer Kamera und in weniger als einer Sekunde ist das bei mir im Fernseher und ich kann sie sehen und hören. Dann soll ich mir das alles über Pixel in der Luft erklären, das kann ich nur auswendig lernen. Da fehlt mir die Fantasie, wie das Bild da schwirrt. Sie gehen. Aber können Sie dadurch Angela Merkel besser verstehen als andere, weil Sie wissen, wie eine Physikerin wäre? Frau Merkel äußert sich ja in der Öffentlichkeit selten physikalisch. Also das wäre tatsächlich mal interessant. Also was ich an Physik wirklich spannend finde, ist, dass man ja immer noch nicht wirklich weiß, wie es eigentlich ist. Also man ist ja in Bereiche vorgestoßen, wenn man eine Tür aufstößt, sind dahinter gleich 10 neue. So. Und Physik und Philosophie überschneiden sich ja schon an vielen Stellen. Also bestes Beispiel, Quantenphysik. Also die Quanten verhalten sich ja in dem Moment anders, wo sie sich beobachtet fühlen. Also sobald man irgendwie rausfinden will, wie ist es eigentlich, sagen sie, haha, bis hierhin und nicht weiter, mein Freund. So, alles, was dahinter ist, liegt nach wie vor im Wagen. Was bedeutete Ihnen eigentlich das Treffen junge Musikszene in Berlin? Das war das erste Mal, dass ich hergekommen bin. Das war 1996, im Jahr meines Abiturs. Da habe ich 1966. Es war Ihr zweites Abitur, nicht? Das andere hat eine 66 gemacht. Ja. In den 60ern war Berlin ja noch eine ganz andere. Also ich habe bei einem Wettbewerb teilgenommen, Schüler machen Lieder. Wenn man den gewinnt, wird man eingeladen zum Treffen junge Musikszene. Das findet nach wie vor alljährlich statt. Und das war für mich halt wahnsinnig aufregend. Also die Stadt erstmal zu erleben, das erste Mal in Berlin und mit anderen jungen Leuten aus dem ganzen Bundesgebiet, die eben auch selber Songs schreiben und sich mit denen auszutauschen und auf der Bühne zu stehen, das war ganz, ganz toll. Also ich habe immer noch Freundschaften von damals. Und meine Neugierde war geweckt. Also da erlebte ich Berlin und dachte, cool, hier würde ich gern hinziehen und hier würde ich gern studieren. Können Sie uns sagen, was eigentlich der Start für Sie war, dass Sie wussten, ich gehe jetzt in die Kunst? Gab es da so ein Erlebnis oder war das ein allmählicher Vorgang? Also das Interessante ist, dass ich zu einem Zeitpunkt schon Künstler war und davon leben konnte, als ich selber noch gar nicht für möglich gehalten habe, dass das geht. So, also ich bin nach Berlin gekommen, ich bin vorher schon zu Schulzeiten halt in meiner Schule aufgetreten, habe da abendfüllende Konzerte gegeben. Während meiner Zivi-Zeit bin ich in Lübeck aufgetreten und den umliegenden Ortschaften von Bad Schwartau. Lübeck ist die Nachbarstadt von Bad Schwartau, der Vorort von Bad Schwartau. Aber Lübeck hat gutes Marzipan. Das ist richtig, ja. Und Bad Schwartau hat ganz gute Marmelade. Ja. Das stimmt. Ich verfüge über Kontakte ins Milieu. Kann Ihnen da gerne mal ein paar Gläser besorgen. Ja, nun aber zurück zur Frage. Also ich kam nach Berlin und fing an, während ich Physik studierte, in der Scheinbar aufzutreten. Das ist ein kleines Theater in Schöneberg. Mini klein, da passen 50 Leute rein, dann ist der Laden gerappelt voll. Und dort gab es damals schon allmittwöchlich, inzwischen sogar von Mittwoch bis Samstag, die sogenannte offene Bühne, wo jeder auftreten kann, der möchte. Man bekommt keine Gage, man bekommt aber Freigetränke. Die meisten kommen wegen der Freigetränke. Man hat 7 Minuten Zeit und kann alles ausprobieren, was man möchte. So, und dort trat ich auf und sang meine Lieder vor. Dort lernte ich tolle Kollegen kennen, die mich bestärkten in dem, was ich tue. Und die haben mich gefragt, ey, wieso studierst du denn Physik? Du bist auch Künstler. Und ich sagte, ja, ich weiß ja nicht, ob man davon leben kann. Ja, du lebst auch davon. Und war halt Berlin auch damals noch sehr preiswert im Vergleich zu heute. Ich hatte eine Einzimmerwohnung im Wedding für 280 Mark. Warm, so. Und konnte halt... Da, wo ich herkam, kostete das 38 Mark warm. Allerdings völlig andere Strukturen, alles klar. Ja. Wie kam es denn zur Zusammenarbeit mit dem Regisseur
Sven Schütze, als sie eine Version von Dylan Thomas Unter dem Milchwald als Komponist und musikalischer Leiter begleiteten. Sie haben sich ja sehr mit meiner Biografie beschäftigt, Herr Giesen. Ja, na klar. Also Sven Schütze ist ein langjähriger Freund von mir, den lernte ich kennen während meiner Zivizeit. Man kann ja während der Zivizeit Seminare machen, so, man hat Anrecht auf zwei. Und ich machte ein Theaterseminar in Plön und lernte dort andere Zivis kennen, unter anderem ihn. Und der hatte damals schon den Berufswunsch, Regisseur zu werden. Und dort an einem Abend probierte ich ein paar Songs aus und stellte die vor in unserer Runde. Und er fand das so klasse, dass er daraufhin zu meinem ersten abendfüllenden Konzert nach Bad Schwartau kam und mir danach sagte, wenn ich mein nächstes Programm mache, würde er gerne Regie für mich führen. Und ich dachte, oha. So, und bin dann tatsächlich, als das konkret wurde, auf ihn zugekommen und habe gefragt, gilt dein Angebot noch? Und seitdem arbeiten wir zusammen, uns verbindet eine sehr schöne Freundschaft. Er inszeniert jedes meiner Programme und ist Geschäftsführer unserer gemeinsamen GmbH und Co. KG. Dazu komme ich noch. Da interessiert mich Ihre Rechtskenntnis. Aber die Uraufführung Ihres Programms, ich denke, also singe ich 1998, nicht etwa 68, also 1998, verlief erfolgreich. Und was wollten Sie eigentlich mit dem Titel zum Also damit wollte ich erstmal Philosophiekenntnis heucheln und halt ein Wortspiel platzieren. Also alle meine Programmtitel haben mehr oder weniger ein Wortspiel, bis auf den letzten. Also das aktuelle Programm orientiert sich mehr am, also da orientiert sich der Titel mehr am Inhalt dessen, was ich singe. Was wenn doch, ist ja kein Wortspiel, aber eine ganz entscheidende Frage ist nämlich die Gegenfrage auf, was wenn es nicht klappt. Sie haben dann tatsächlich eine Ausbildung genossen. Das interessiert mich. Fehlte Ihnen etwas? Meinten Sie, Sie müssen das noch ergänzen? Von welcher Ausbildung sprechen Sie denn? Oh, da kann ich Ihnen sagen. Ich erinnere Sie, wenn Sie das wissen wollen. Ja. Also, ich erinnere an die Hochschule für Musik und Theater in Hamburg im Studiengang Popularmusik oder an Ihre 10 Semester mit dem Hauptfach Klavier und dem Nebenfach Gesang an der Universität der Künste in Berlin oder an dem Besuch eines Förderseminars für Textschaffende in der Unterhaltungsmusik an der Zeller Schule oder an dem Besuch von Improvisationskursen und dann nochmal im Einzelnen. Also was haben Sie, das fand ich toll, das habe ich noch nie gelesen bei jemandem, der so viele Qualifikationen natürlich zu verschiedenen Zeiten gemacht hat. Was fehlte Ihnen an Ihnen immer? Nun ja, also, um erst noch die Frage zu beantworten, warum ich mein Physikstudium abgebrochen habe, es hat sich relativ schnell gezeigt, das ist nicht das Richtige. Und damals gab es den ersten bundesweiten Studentenstreik, wo wir auf die Straße gegangen sind und halt gegen Studiengebühren protestiert haben mit Zehntausenden von Studenten und da habe ich halt Lieder gesungen, also in Liedform das niedergeschrieben, was uns damals umgetrieben hat und habe gesehen, damit kann ich Menschen erreichen und wirklich was bewirken. Da liegt meine Leidenschaft, da liegt mein Talent und mein Potenzial. Also orientierte ich mich mehr in Richtung Musik, besser zu werden in dem, was ich eh schon tat. Nun gibt es halt keinen Studiengang Musikkabarettist, so auf Diplom oder Bachelor und Master, das gibt es leider nicht. Deswegen habe ich mir im Grunde meine Kenntnisse zusammengeklaubt. So, und ein Weg war, Musik auf Lehramt an der UdK zu studieren, Hauptfach Klavier, Nebenfach Gesang, Schauspielkurse zu belegen. Bei Keith Johnstone war ich, der quasi Improvisationstheater fand. Ich war in London und Paris auf Schauspielschulen. Ich war Mitglied der Akademie für Poesie und Liedermacherei von und mit Christoph Sterlin, was mich sehr geprägt hat. Und so habe ich mir Puzzleteil um Puzzleteil zusammengesucht, um mich fortzubilden in dem, was ich auch tue. Text und das alles war Ihnen wichtig. Ja, also Christoph Sterlin war derjenige, der mich ermutigt hat. Aber da waren Sie doch auch Mitglied der Akademie, ne? Ja. Von 1998 bis 2004. Richtig. Also wenn man sein Schüler ist, wird man automatisch Mitglied der Akademie. Mhm. So. Und der hat mich ermuntert und ermutigt, mein erstes ernstes Lied zu schreiben. Das habe ich mir vorher nicht zugetraut. Ich dachte immer, lustig ist leicht, lustig ist einfach und unterhaltsam. Und dann wirklich mal was Ernstes, Poetisches zu schreiben, das verdanke ich ihm. Diesen Weg hätte ich ohne ihn nicht eingeschlagen. Was haben Sie da für Songwriter und
Liedermacher kennengelernt? Sebastian Krämer, also den kannte ich tatsächlich auch vorher schon und der hat mich maßgeblich zu Sago gebracht, der hat mich Christoph Sterlin empfohlen. Uli Zehfuß, auch der in der Jury saß vom, vom Treffen Junge Musikszene. Und Dota Kehr ist kurz nach mir dazugestoßen, die Kleingeldprinzessin. Und Andreas Thiel war damals schon mit dabei. Also das liest sich ein bisschen wie Who is Who, der deutschen Liedermacher, wer da so Mitglied war und Mitglied ist. Wie kam es dazu, dass Sie die United Slapstick Show 2000 auf einer Tour als Moderator begleiteten? Wie ist solche Tour? Geht man sich da nicht furchtbar auf die Nerven? Entstehen da leichte Terrorszenen zwischendurch? Oder läuft das alles reibungslos? Da ich noch nie eine Tour gemacht habe, muss ich da einfach ein bisschen doof fragen. Ja, das war eine Tour, das war so eine gemischte Varieté schon mit zwei wunderbaren Kollegen, Sammy Tavales und LJ oder Eric Genico, wie er mit bürgerlichem Namen heißt. Und unsere gemeinsame Agentur, bei der ich damals war, hat uns zusammengewürfelt. Also die hatten so ein Showkonzept. Einmal im Jahr schicken sie drei grundverschiedene Künstler mit einer gemeinsamen Show auf Tour. Die sogenannte United Slapstick Show. Und im Jahr 2000 waren das wir drei. Und unsere Show wurde tatsächlich so erfolgreich, dass wir auch im Folgejahr weiter auf Tour gegangen sind, weil uns das so viel Spaß gemacht hat und dem Publikum auch. Eben deshalb, weil wir drei ganz viel zusammen gemacht haben, was sonst die anderen Ensembles nicht so gemacht haben. Die haben ihre Solo-Nummern gemacht und wir halt ganz viel zu dritt und haben da ganz viel Quatsch gemacht auf der Bühne. Und das hat eben uns so viel Spaß gemacht, dass sich das wahrscheinlich auch aufs Publikum übertragen hat. Insofern war das Touren mit den zwei Kollegen das wie Klassenfahrt. Also das war super. Also da gab es nicht so Zwischenszenen, wo man sagte, jetzt kann ich dich nicht mehr sehen, geh mir mal für zwei Stunden aus dem Gesicht oder so? Nee, die gab es nicht. Also unser Tontechniker ist zwischendurch durchgedreht, weil wir halt beim Soundcheck immer ganz viel zusammen improvisiert haben. So, hey, und haben dann da, und immer, könnt ihr mal Soundcheck machen, Mann, um 20 Uhr? So, und, aber auch er ist uns nach wie vor sehr gewogen. 2001 gründeten Sie ein Plattenlabel, Rhymetime Records. Daraus wurde 2005 ein, wenn man so will, im Musikverlag gemacht, Rhymetime Records, als eine Gesellschaft mit beschränkten Rechts. Und dann mit Sven Schütze zusammen. Dann wurde daraus die Rhein Kulturmusikverlag. Und ich hoffe letztlich die Rheinkultur GmbH und Co. KG. Meine Frage, haben Sie irgendwann auch Jura studiert? Und ich habe das überlesen. Wer hat Sie beraten in solchen Fragen? Also ich wünschte, ich hätte. Das Problem ist, man erklärt mir diese Zusammenhänge, man erklärt mir die einzelnen Rechtsformen. Ich verstehe das alles und habe es gleich danach vergessen. Ja. So, also für die Jura Frage fehlt ist mir auch immer, wofür haftet man, wofür nicht und so weiter. Das sind ja immer alles spannende Fragen. Also Rhymetime Records, meine erste Plattenfirma, ist aus der Not herausgeboren. So, also ich wollte halt, dass meine Lieder stattfinden und natürlich auch im Idealfall, dass die auf CD rauskommen und im Radio laufen. So, und keiner wollte eine CD mit mir produzieren, habe ich gedacht, gut, dann mache ich das halt selber. Wie geht denn das? Ah ja, gut, man braucht einen Labelcode. Mhm. Wo kriegt man den denn her? Von der GVL. Aha, okay, dafür muss man aber eine Plattenfirma haben. Gut, dann gründe ich mal eine. Und habe eben mich schlau gemacht, wie geht das? Okay, man muss ein Gewerbe anmelden, ich brauche einen Gewerbeschein. Mhm. So, und war am Anfang eben ein Ein-Mann-Unternehmen, dann mit Sven zusammen ein Zwei-Mann-Unternehmen. Und irgendwann war klar, also uns wollte keine Plattenfirma unterstützen, dann machen wir es halt eben selbst. So, inzwischen fragen sie an und wir sagen, nee, Freunde, so wie wir das machen, finden wir das besser, als ihr das tut. So, und deswegen machen wir es nach wie vor selber. Inzwischen ist eben nicht nur Ton- und Bildträgerproduktion dabei, sondern wir haben halt auch meinen Verlag gegründet. Also alles, was notwendig ist, damit meine Kunst stattfinden kann. Ich fliege ja tatsächlich nach wie vor ziemlich unterm Radar. Also ich tauche im Fernsehen selten bis gar nicht auf. Und das trotzdem halt an den Mann und an die Frau zu bringen, das war halt die große Herausforderung. Und das ist Ihnen gut gelungen. Sie waren hier sehr schnell ausverkauft. Hm?
Bei Songs an einem Sommerabend in Bayern mit dem Bayerischen Rundfunk traten Sie als Sänger und später als Moderator vor 4000 Leuten auf. Wie aufgeregt waren Sie, als Sie das erste Mal vor so vielen Menschen sangen? Kann einem da nicht die Stimme wegbleiben? Du stehst da, wenn es losgeht, ist plötzlich nichts mehr da und so? Oder konzentrieren Sie sich dann besonders? Das Interessante ist, dass Sachen, die wirklich sehr schief gelaufen sind auf der Bühne und in meinem Leben, Gutes Neues hervorgebracht haben, was sonst vielleicht nicht entstanden wäre. Also angefangen mit meinem Ringfinger. Ich habe den Bundesgesangswettbewerb gewonnen im Jahr 1999 und habe mich auch hier in Berlin und habe mich in der Finalrunde versungen. So, also auf dem hohen F kiekste mir die Stimme weg, ein Fiasko. Und ich fing den Song nochmal von vorne an und versang mich erneut auf demselben Ton und brach dann ab und habe gesagt, ja, also wie Sie gehört haben, habe ich mich gerade versungen. Ist natürlich blöd bei einem Gesangswettbewerb, aber jetzt ist auch egal. So. Hab dann den Song gerockt und dachte, jetzt hast du wenigstens Spaß. Und zu meiner großen Überraschung zog sich danach die Jury zur Beratung zurück und verkündete dann den Preisträger und verlieh mir den ersten Preis. Was war geschehen? Für den Song oder für das Verkorkste? Ja, also ich konnte es mir selber auch nicht erklären. Es wurde mir nachher kolportiert. Die Hälfte der Jury sagte, wir können dem Typen keinen Preis geben, der kann nicht singen. Und es ist ein Gesangswettbewerb. Und die andere Hälfte der Jury sagte, ja, stimmt, der kann nicht singen, aber er macht eine gute Show. Und worauf kommt es an? So, und daraufhin entschied man sich dafür, mir den Preis zu verleihen, nicht ohne die Statuten des Wettbewerbs zu verändern. Also es sollte als das Lex Wartke in die Annalen des Wettbewerbs eingehen. Man durfte sich fortan nicht mehr mit ausschließlich eigenem Repertoire bewerben, sondern nur mit maximal 50% eigenem Repertoire, um eine Vergleichsgrundlage zu schaffen. So. Mhm. Im Jahr 2001, als ich auch erstmals bei Songs an einem Sommerabend auftrat, nahm ich erneut am Bundesgesangswettbewerb teil. Das ging, ich war inzwischen alt genug. Der Preis wird in zwei Kategorien verliehen und 99 war ich gerade noch jung genug und 2001 gerade alt genug, dass ich nochmal teilnehmen durfte. Und ich bewarb mich in dem Jahr zusammen mit meinem hochgeschätzten Freund und Kollegen Sebastian Krämer, der auch wunderbare eigene Lieder schreibt. Und wir bewarben uns jeweils mit 50% eigenem Repertoire. Und 50% Repertoire des anderen. Wir haben beide gewonnen. Ich staune mal, dass es auch kluge Jurys gibt, muss man sagen. Die also auch so über so einen Schatten springen, genau, wie beim ersten Mal. Ja? Und worauf ich hinaus will, ist, also das wäre alles nicht passiert, hätte ich mich beim ersten Mal nicht versungen. Ja. So, 2001, Songs an einem Sommerabend, da habe ich es noch nicht moderiert, da war ich als Nachwuchspreisträger dabei, der Hans-Seidel-Stiftung, die einen Preis vergibt für junge Songpoeten. Wenn man den gewinnt, wird man eingeladen und darf im Vorprogramm dieses Liedermacher-Festivals auftreten. Das habe ich gemacht. Ich hatte am Freitag da einen wunderbaren Auftritt. Am Samstag regnete es in Strömen. Das ganze Konzert drohte ins Wasser zu fallen. Die Leute saßen zu dem Zeitpunkt schon alle auf der Wiese, 5000 Leute pitschnass. Und das Fernsehen hängt da ja auch mit drin. Und die Show abzusagen ist halt ein großes Fiasko. Und der BR wusste nicht, was machen wir jetzt? Fragen wir doch mal diesen lustigen Liedermacher von gestern. Der soll mal hier die Leute bei Laune halten, bis es aufhört zu regnen. So, und haben mich gefragt, würdest du das machen? Und haben mir das natürlich verkauft als, ey, wir geben dir die Chance deines Lebens, du kannst hier jetzt eine halbe Stunde spielen, wir zeichnen das alles auf mit dem Fernsehen. So, also keiner hat gesagt, würdest du da bitte rausgehen in die Löwengrube und uns den Arsch retten? Das haben sie nicht gesagt. So. Und ich habe gesagt, gut, ich guck, was ich kann, ich versuch's. Bin da raus und dachte, ich mache jetzt was richtig Lustiges, einen Auszug aus einem Theaterstück, was ich damals schon anfing zu schreiben und was ich mit großem Hallo immer auf der Bühne aufgeführt habe, König Ödipus. Habe eine Szene, die freut mich, dass Sie das kennen. Und eine Szene daraus gab es damals schon und war Bestandteil meines ersten Klavierkabarettprogramms. Und das war so der, eigentlich der Publikumsrenner, nur da nicht. Ja. Denn
da waren die Leute halt schon pitschnass und wollten alles andere hören, nur keine griechische Tragödie. Die fand dort ja eh schon statt. Und ich wurde ausgebuht. Von, vielleicht nicht von allen 5000 Leuten, die da waren, lass es 500 gewesen sein, aber das ist halt auch schon mega laut. Die anderen hört man ja nicht, man hört nur richtig, die buhen. Ja. Und ich ließ die Leute dann abstimmen, ob ich weitermachen soll, und eine knappe Mehrheit war dafür. Es wurde aber nicht besser, und dann kam irgendwann der Produzent der Sendung auf die Bühne und brach meinen Auftritt ab, so nach dem Motto, Herr Wartke, vielen Dank, netter Versuch. Und dann schlug halt noch der Blitz in die Lichtanlage ein. Und danach musste dann das Gelände tatsächlich wirklich evakuiert werden. Und ich stand dort am Rand im wahrsten Sinne wie ein begossener Pudel. Und die Leute gingen an mir vorbei und die meisten sagten, nimm's nicht so schwer, das, da kannst du nichts für, das lag nicht an dir, das lag am Wetter und da hätte jeder versagt. Und einer kam an mir vorbei und musterte mich von oben bis unten und sagte, na, das war ja wohl schwach. Und ging. Und ich hätte gerne entgegnet, stellen Sie sich mal vor 5000 Leuten den strömenden Ring. Habe ich natürlich nicht, es fällt einem ja nicht. Also, ne, Schlagfertigkeit ist das, was einem 24 Stunden später einfällt. Soll Mark Twain mal gesagt haben. So, und ich wusste überhaupt nichts zu sagen und hatte danach echt eine große Krise. So, also danach fing ich das erste Mal an, meinen Berufswunsch anzuzweifeln und zu denken, hättest du mal auf deine Eltern gehört, hättest du mal Medizin studiert, hättest du mal dein Physikstudium nicht abgebrochen. Dann das Gespräch mit ihrer Mutter. Na, das kam tatsächlich erst wesentlich später. Also da war ich wirklich schlimm in der Krise. Ich hatte vorher ganz schlimm Liebeskummer und hatte dann zum Glück mal eine andere Krise. Der Liebeskummer war schlagartig bedeutungslos. Also da ging es mir dann echt, echt schlecht. So, und was aber dann geschah, ist interessant. Ich wurde vom BR im Folgejahr erneut eingeladen, weil die so ein schlechtes Gewissen hatten. Also die dachten, wir haben den armen Jungen ins Messer laufen lassen. Ja. Der soll noch mal kommen. Der ist ja eigentlich gut, wenn es nicht regnet. Und dann durfte ich im Folgejahr noch mal auftreten, und zwar im Hauptprogramm. Und das war ein großer Erfolg, auch wetterlicherseits. Und wurde im darauffolgenden Jahr wieder eingeladen. Da konnte ich dann nicht, weil ich in England auf der Schauspielschule war. Dann haben sie mich halt 2004 wieder eingeladen. Und da stand erstmalig zur Debatte, ob ich das Festival moderiere, weil ich ein sehr großer, so, also weil ich so einem Publikumsliebling avanciert bin. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ab 2005 oder 2006 habe ich als Nachfolger von Reinhard May und anderen illustren Moderatoren dieses Festival für 6 Jahre moderiert. Und auch das wäre nicht passiert, wäre der erste Auftritt kein Fiasko gewesen. Reinhard May ist jemand... Na, da bin ich gar nicht sicher. Wenn das ein Erfolg gewesen wäre, hätten die sie vielleicht auch im nächsten Jahr wieder eingeladen. Weil so hat man ein schlechtes Gewissen. Aber trotzdem, was mich interessiert, der Reinhard May, war das für Sie ein Vorbild? Immer, ja. Also gehört zu meinen großen Vorbildern von Kindesbeinen. Ja. Ich wollte Ihnen nur sagen, allen Menschen geht das immer so mit der Schlagfertigkeit, dass dir immer hinterher einfällt, was du hättest Tolles sagen können. Aber einmal ist es mir gleich eingefallen. Da saß ich auf dem heißen Stuhl bei RTL und hatte vorgeschlagen, Komitees für Gerechtigkeit im Osten zu bilden, die nie funktioniert haben. Aber das ist egal, das wusste ja noch keiner. Und da standen da unten 4, um mich zu beschimpfen, und der Moderator sollte mal vermitteln, dann entschied er sich auch, mich zu beschimpfen, und dann musst du ja so schlagfertig sein, immer reagieren. Und da war ein Staatssekretär aus dem Bundesfinanzministerium dabei, Mitglied der CSU, und der sagt immer, Herr Gysi, was hier erzählen, Sie haben doch wirklich keine Ahnung, Sie haben keine Ahnung. Dann sagte ich, Herr Staatssekretär, das stimmt schon, Sie haben mehr Ahnungen, aber hier geht es ja um Kenntnisse. Und dann war... Das ist so selten in der deutschen Sprache, dieser Unterschied zwischen Singular und Plural, ja, zwischen Ahnung und Ahnungen und so weiter. Und das war ich auch ein bisschen stolz. Er war 3 Minuten ausgeblockt, bis er dann wieder kam. Ja. Sehr anstrengend. Aber jetzt haben wir uns etwas verdient. Sie haben sich eine Pause von mir verdient. Die kommt auch, aber vor der Pause werden Sie uns was singen, worauf wir uns alle freuen. Ja. Easy.
Ich würde gerne ein Lied singen, was es ohne Sie nicht gäbe. Also zudem haben Sie mich inspiriert. Das ist quasi die liedgewordene Neujahrsansprache, die Sie letztes Jahr auf Twitter gehalten haben. So, wie ich fand, wie immer sehr klug und sehr gewitzt. Da ging es um das Phänomen, dass sich eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Menschen auf dieser Erde momentan die Menschen Autokraten ersehnen als Führer des Landes und Despoten wählen. Also in Demokratien, wo man sich denkt, so, Leute, wieso wählt ihr denn den? So, und sie haben halt sehr klug, wie ich finde, das Bedürfnis dieser Menschen nachvollziehbar gemacht. So, warum, also was erhofft man sich von einem solchen Menschen wie Donald Trump, wie Orban, wie, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Typ in Brasilien. Erdogan so, zum Beispiel. So, genau. So, und ich habe meinerseits versucht, mich mal in die Gedankenwelt dieser Menschen hineinzuversetzen. Und das ist dabei herausgekommen. Das Lied heißt Es wird Zeit. Warum regiert unseren schönen Staat nicht eigentlich auch ein Autokrat? Wie in manch anderem Land ein starker Mann mit starker Hand, ein weiser Führer, ein Mann der Tat, der sich die Wahrheit auszusprechen traut und mit der Faust auch mal auf den Tisch draufhaut, der nicht lange fackelt, weil er so etwas verkackelt und eine Mauer einfach baut. Das wäre doch fein, dann käme endlich kein Verbrecher, Terrorist und Vergewaltiger mehr rein. Wie die sind zum Großteil hier geboren, egal, die haben mir trotzdem nichts verloren. Ja, es wird Zeit, dass wir auf die Straße gehen. Wir sind das Volk und ihr im Staat der Souverän. Und alles, was uns quält, wird bei der nächsten Wahl abgewählt. Ja, es wird Zeit für Selbstermächtigung. Wir haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. So machen wir jetzt eine Demo, und zwar für die Abschaffung der Demokratie. Jawohl. Seit kurzer Zeit herrscht in unserem Staat endlich der ersehnte Autokrat. Und der regiert das Land in der Tat mit harter Hand, naja, vielleicht sogar ein bisschen zu hart. Mittlerweile sitzt hier nämlich fast jeder Regimegegner und Kritiker im Knast. Selbst mein netter Nachbar, weil er wohl irgendwas gesagt haben muss, was dem neuen Machthaber nicht passt. Also das geht jetzt aber recht ein bisschen weit und zeugt nicht gerade von Gerechtigkeit. Ich finde, er regiert so rigoros, wie werden wir ihn bloß wieder los? Ja, es wird Zeit, dass wir auf die Straße gehen. Wir sind das Volk und ihr im Staat der Souverän. Und alles, was uns quält, wird bei der nächsten Wahl abgewählt. Ja, es wird Zeit für Selbstermächtigung. Wir haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Drum machen wir jetzt eine Demo, und zwar für die Wiedereinführung der Demokratie. Sie sagten mir in der Pause, dass Sie mal eine sehr schöne Geschichte mit Reinhard May erlebt haben, und ich wollte sie noch nicht hören, weil ich jetzt überrascht sein will. Außerdem können die anderen sie dann auch mit. Na, das ist doch meine Zuständigkeit. Ach so, ich muss doch hier das ja. Wasser ein. Jetzt habe ich es schon gemacht. Na gut. ja, also erstmal das Festival zu moderieren, was vor mir Reinhard May moderiert hat und ihn dann eben auch noch ansagen zu dürfen, das war ein ganz besonderer Moment für mich. Und ihn eben auch als Menschen kennenzulernen. So, und er ist tatsächlich auch privat so wie in seinen Liedern. Das ist wirklich ein ganz herzlicher, integrer, freundlicher Mensch. So, und der trat genau wie ich dort regelmäßig auf, also auch in den Folgejahren.
Und dass ich ihn halt angekündigt habe, wurde sozusagen dann eben zu einem Ritual. Und er schrieb in einem Jahr ein Lied, das trug den Titel "Einmal im Jahr treffe ich mich mit Bodo Wartke in Banz". Und stellte mir das vor, zu dem ich ihn dann begleiten durfte. Und ich revanchierte mich natürlich entsprechend mit einem Lied, was ich im nächsten Jahr schrieb, für ihn. Und zu der Zeit habe ich bis heute bei meinen Berliner Konzerten immer einen Spezialgast dabei. Einen Kollege, den ich mag, den ich gerne featuren möchte. Und habe Reinhard May gefragt, ob er nicht mal Lust hätte, als Spezialgast in einem meiner Konzerte aufzutreten. Und ich trat in den Wühlmäusen auf und sagte dann an der Stelle im Programm: Sie wissen ja, meine Damen und Herren, ich habe bei meinen Konzerten immer einen Spezialgast dabei. Heute ist es ein junger, unbekannter Liedermacher, der sich an der Gitarre selbst begleiten wird. Er hat ein paar Lieder für uns vorbereitet. Mal gucken, was er macht, meine Damen und Herren, hier ist Reinhard May. Und die Leute natürlich: Ja, Reinhard May, alles klar, erzähl mal. Und dann kam er halt wirklich, wie man ihn so kennt, im Laufschritt auf die Bühne, über den Wolken und so. Und die Leute konnten das halt wirklich nicht fassen. Und damit hat er mir persönlich auch eine ganz große Freude gemacht. Ja, glaubten die, es sei ein Double, oder haben sie dann doch mitgekriegt, dass es ist? Das hat man relativ schnell gemerkt, dass er das ist. Also ich bin so der... Sie sagten vorhin schon, Sie haben angefangen, Librettos nachzudichten, zum Beispiel für die Operette Orpheus in der Unterwelt und eben für die Zauberflöte von Mozart. Ist das besonders schwierig, weil der Text ja irgendwie zur Musik und zur Harmonie und zum Rhythmus passen muss? Man kann nicht einfach einen Text so schreiben. Das, singen Sie sich das dann immer vor, damit das alles zusammenpasst mit der Musik? Also vor dieser Herausforderung steht man ja im Grunde bei jedem Lied. So, also ich finde das ganz wichtig, dass Musik und Text zueinander passen und sich im Idealfall halt auf Augenhöhe begegnen. So, und das tut, das Originallibretto der Zauberflöte von Schikaneder nicht. Also die Musik ist ganz fantastisch, das steht ja völlig außer Frage, aber die Musik rettet den Text ganz oft an vielen Stellen. Also die Musik legt zum Beispiel Reimstrukturen nahe, Kreuzreimstrukturen, die der Text gar nicht erfüllt. Und ich finde ja, dass nicht nur die Musik die Sprache zum Leuchten bringen kann, sondern auch vice versa. Also wenn eben sich auch sprachlich das abbildet, was sich in der Musik abbildet. Und habe mich halt gefragt, wie würde das denn klingen, wenn der Text tatsächlich auch die musikalischen Finessen, die Mozart komponiert hat, berücksichtigt. So, und vom Inhalt mal ganz abgesehen. Also auch der Inhalt ist tatsächlich nach heutigen Maßstäben nicht so richtig zeitgemäß. Der ist nämlich, wenn man sich das Libretto mal durchliest von Schikaneder, ziemlich frauenfeindlich und rassistisch. Und beides ist in meinen Augen nicht nötig, um diese Geschichte zu erzählen, ganz im Gegenteil. Was heißt es, wenn Sie im Freistil die Musik der Zauberflöte für Kinder umschreiben? Also die Zauberflöte gilt ja auch in ihrer Originalversion als eine für Kinder taugliche Oper. So, also ich als Kind habe die halt auch gehört, ich hatte so eine Kinderplatte mit der Zauberflöte. Und weiß noch genau, also da wird ja Papageno, damit er nicht so viel plappert, ihm ein Schloss vor den Mund geschlagen. Und ich dachte, Schloss, wie muss ein Schloss Neuschwanstein oder Charlottenburg oder was? Also dachte echt, der hat dann hier so eine Burg vor der Schnute. Und bis ich dann geschnallt habe, nein, es ist wahrscheinlich ein Vorhängeschloss oder ein Fahrradschloss oder so. Also fasziniert hat die Oper mich schon auch als Kind. Nur tatsächlich zu verstehen, worum es da geht, auch in der, alleine schon den Text zu verstehen in der Oper, ist ja schwierig, weil unverstärkt gesungen wird in einer ganz schönen Tonhöhe. Dabei finde ich den Text und die Geschichte dieser Oper eigentlich erzählenswert und sehr interessant. So. Auch für Kinder. Auch für Kinder, ja. Wobei ich Ihnen sagen muss, ich liebe es, wenn Italienisch oder in irgendeiner anderen Sprache eine Oper gesungen wird, weil dann habe ich immer einen Schriftzug, dann verstehe ich es. Wenn sie Deutsch singen, verstehe ich kein Wort. Oder wirklich mal eins. Bei einer Oper? Wirklich nicht. Und da habe ich mal vorgeschlagen, waren wir da auch einen Text laufen zu lassen. Dann sagten die, ja, dann gucken wir mal auf den Text und nicht auf die Bühne. Naja, das stimmt natürlich auch wieder. Also jedes Ding hat auch immer einen Nachteil. In der komischen Oper ist der Text, also wird in der Lehne des Vordermanns eingeblendet. Ah. So, da muss man dann nicht die sondern kann man so, ja, stimmt, so. Ist ja auch witzig. War ich noch nicht.
Ganz tolle Zauberflöteninszenierung in der Komischen Oper. Ich war viel in der Staatsoper, gelegentlich auch in der Deutschen Oper. Also ich werde mich mal wieder auf der Komischen Oper in meiner Freizeit zuwenden. Sie haben das offizielle Lied für den 33. Deutschen Evangelischen Kirchentag geschrieben. Wie machen Sie das, dass die Musik der Kirche eben auch junge Leute anzieht, also dass sie moderner wird? Wir hatten uns vorhin schon darüber unterhalten. Sind die dafür offen, wenn Sie dann so einen Song schreiben? Ja, sonst hätten die mich nicht gefragt. So, also, und auf dem Kirchentag sind ohnehin wahnsinnig viele junge Leute. Jeder Kirchentag hat ein Motto, also immer ein anderes Bibelzitat. Und das Motto im Jahre 2011 in Dresden, da wird auch dein Herz sein, entstammt aus dem Satz, da wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das bedeutet, also es hat nichts mit Geld zu tun oder einem Goldschatz, sondern wenn man, also im Grunde das, was auch mein Motto ist, wenn man das, was man tut, aus Liebe tut, dann tut man sich damit selbst und auch allen anderen Menschen einen Gefallen. Also es kommt darauf an, die Dinge aus vollem Herzen zu tun und dann sind sie auch wertvoll. Und als ich das verstanden habe, dachte ich, das ist genau mein Thema, da bin ich gerne mit dabei und schreibe einen Song drüber. Nun sind die anderen Motto-Songs der bisherigen Kirchentage nicht so textlastig, wie ich das bin. So, also ich erkläre ja dann auch ganz viel und schreibe hier noch ganz viele Sonderstrophen und so, weswegen ich als Kritik gehört habe, man kann sich den Text so schlecht merken und nicht so gut mitsingen. So, und ich dachte so, ja, stimmt, aber ihr habt mich gefragt. Also das ist halt ein Bodo Wartke-Song, damit müsst ihr klarkommen. Haben Sie schon mal Orgel gespielt? Mit anderen Worten, können Sie das? Nein, würde ich aber gerne mal. Also auf so einer richtig großen Pfeifenorgel würde ich gerne mal machen. Ist das schwieriger als Klavier oder nur anders? Das kann ich nicht beurteilen, da ich kein Organist bin. Aber also ich weiß halt von dem Instrument, man spielt das halt auch noch mit den Füßen. So, also man hat ja beim Klavier nur drei Pedale, ne? Gas, Kupplung, Bremse. Und bei einer Orgel halt eine komplette Skala quasi. Und das ist schon wirklich beeindruckend, Organisten dabei zuzusehen, wie die halt mit allen Vieren musizieren. Gehen Sie nach wie vor regelmäßig in die Kirche oder nur zu Weihnachten und zu Ostern? Ich bin noch nie regelmäßig in die Kirche gegangen, tatsächlich. Also, und tatsächlich in den letzten Jahren auch noch nicht mal mehr zu Weihnachten und Ostern. Aber die Male, wo ich in der Kirche war, hat es mir viel bedeutet. Also eben in New York und bei der Beerdigung meiner Mutter. Die war nämlich, was ich gar nicht wusste, die war kurze Zeit vor ihrem Tod aus der Kirche ausgetreten. So, und der Pastor, der sie dann beerdigt hat, hätte streng genommen den Talar ausziehen, ablegen müssen dafür. Hat er aber nicht gemacht. Er hat gesagt, ey, so, also Quatsch. Und hat einfach so, wie jedes andere Gemeindemitglied es verdient hätte, meine Mutter beerdigt. Und das finde ich halt einen coolen Move der Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit zu sagen, völlig egal, ob sie jetzt in der Kirche ist oder nicht, ich beerdige sowieso, wie ich das für richtig halte. Übrigens hat mir Helmut Kohl erzählt, dass ihn der Bischof nach dem Selbstmord seiner Frau, die ja schwer krank war, sofort anrief und sagt, die wird selbstverständlich bei uns auf dem Friedhof beerdigt und ich mache das auch, weil das ja in der katholischen Kirche immer noch umstritten ist mit den Selbstmördern. Fand ich auch beachtlich. Mhm. Sie haben dann Lieder wie Was, wenn doch oder Hambacher Wald. Wo es ja, wo ich mich über das Oberlandesgericht sehr gefreut habe, dass im Unterschied zum Landesgericht die einstweilige Verfügung erlassen hat und da die ergilt, bis das Hauptsacheverfahren beendet ist, das Hauptsacheverfahren, na, bestimmt 4 Jahre dauert, kann man sich, du musst ja noch die zweite Instanz nehmen und so weiter, kann man sich ausrechnen, dass es eigentlich gestorben ist, dass der Ball doch gerettet wurde, kann ich nur sagen. Nun ja, also RWE baggert ja gerade an die Kante ran und sagt dann, oh ja, eigentlich können wir den Wald gar nicht stehen lassen, der droht nämlich abzurutschen. So, weil die natürlich halt Tatsachen geschaffen haben auf ihrem Areal. Ja. Und deswegen gerade müssen wir den Wald ein bisschen stützen, damit er nicht abrutscht. Hm? Ja, schlagen Sie das RWE doch mal vor. Ja, mach ich, ja. Hambacher Wald, haben Sie das von sich aus geschrieben oder wurden Sie darum gebeten?
Also letztendlich habe ich das aus mir herausgeschrieben, aber ich kenne halt Leute, die dort aktiv sind und wusste deswegen aus erster Hand, was da los ist und dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Sag mal, das ist so ein Rechtsstaat, in dem wir hier leben. Und habe dann eben aus mir heraus das Bedürfnis entwickelt, ich muss da was machen. Also mit den Mitteln, die mir als Künstler zur Verfügung stehen. Das heißt, irgendwann wollten Sie auch, natürlich nicht nur, aber eben auch gesellschaftspolitische Texte verfassen? Das hat sich so ergeben. Also ich schreibe halt immer das Lied, was gerade dran ist, über das Thema, was mich gerade beschäftigt. Das kann Liebeskummer sein. Und oft gelingt es mir halt, während ich das Lied schreibe, auch über Sachen hinwegzukommen. Es ist so eine Form der Katharsis. Also mal salopp gesagt, die Scheiße in was Schönes zu verwandeln. Wenn irgendwas Blödes passiert, dem dann eine ästhetische Form und einen ästhetischen Ausdruck zu geben, hilft mir, um Frieden zu schließen. So, also sei es, dass ich mich vorher schlimm drüber aufgeregt habe und wirklich drüber gelitten habe, dann weiß ich, wenn ich das Lied geschrieben habe, wenigstens gibt es diesen Song, den es sonst nicht gäbe. Und der bringt im Idealfall das auf den Punkt, worum es geht, und erleichtert nicht nur mich, sondern auch mein Publikum. Da kann ich Ihnen einen Tipp geben für einen neuen Song. Wissen Sie, was die positive Seite am Brexit ist? Dass den anderen 27 Ländern der Austritt vergangen ist. Ja. Also, wie ist Ihr Klavierkabarett in Rheinkultur? Kann man von schmissigen Liedern mit Wortwitz in gereimten Texten ausgehen, bei denen Sie sich selbst am Klavier begleiten? Oder wie läuft Kabarett am Klavier? Also so habe ich angefangen. Inzwischen wird die Bandbreite halt immer größer. Ne? Also es sind jetzt ja auch Theaterstücke dazugekommen, meine Versionen von Adaptionen von König Ödipus und Antigone. Ich trete inzwischen auch mit anderen Musikern auf, ich habe eine Band, ich trete mit Orchester auf. Also die Opern kommen jetzt dazu. Also inzwischen, wenn man nicht in eine Schublade stecken will, braucht man eine Kommode. Hm. Wenn Sie auf eine Tournee gehen, dann ist es ja eigentlich üblich, dass man immer das gleiche Programm macht. Wechseln Sie zwischendurch? Ja, ich bin tatsächlich momentan mit 5 Programmen gleichzeitig auf Tournee und schreibe an 5 neuen. Und Sie verwechseln das dann auch nie? Nee, tatsächlich nicht. Aber es kommt schon mal vor, dass ich einen Texthänger habe. Ich kann aber zum Glück darauf bauen, dass Menschen im Publikum sitzen, die meine Texte besser können. Ja, leider. Ich hatte einen Auftritt bei Fridays for Future hier in Berlin vor dem Kanzleramt und habe dort außer meinem Lied Hambacher Wald noch das Lied Das Land, in dem ich leben will, gesungen. Das hatte ich vorher extra noch mal geübt und war aber so aufgeregt, weil da 25.000 Schüler waren und ich da auf dieser mini kleinen Bühne vor Frau Merkel und war so aufgeregt, dass ich halt einen Texthänger nach dem anderen hatte. Und nun konnte zum Glück der Schüler, der mich engagiert hatte für diesen Auftritt, das Lied auswendig, weil er das selber auch auf dem Klavier spielt und hat mir dann immer souffliert. Und ich habe das dann auch durchgesagt. Ich habe gesagt, ohne ihn könnte ich diesen Song jetzt hier nicht singen. Also als ich noch jünger war, machte die Partei mit mir ab und zu Folgendes im Wahlkampf, dass ich auf 5 Kundgebungen sprechen musste, am selben Tag. Und da war ich bei der 5. Kundgebung, ich musste dann die Blöcke auswechseln, ich kann die nicht mal in gleicher Reihenfolge bringen. Und dann wusste ich nicht mehr, habe ich hier schon über Arbeitslosigkeit gesprochen? Und dann fing ich ganz vorsichtig an, guckte immer in die Gesichter der Leute, ob sie mich angucken wie einen Bekloppten, oder? Es ist mir nie passiert, aber ich stand immer kurz davor. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl übrigens. 2004 bis 2007 nahmen Sie bei Philipp Collier Schauspielunterricht. Das sagten Sie schon. Warum glaubten Sie, dass Sie Schauspielunterricht brauchen? Wegen der Theaterstücke, die Sie spielten? Oder was hat Sie dazu animiert? Einmal das und also, weil ich ja, ich schummel mich also durch. So. Also ich, alles, ja, was ich auf der Bühne mache, nichts davon habe ich wirklich bis zu Ende studiert, wenn man so will. So, also ich bin kein Sänger, ich bin kein Pianist, ich bin kein Schauspieler, ich bin auch kein Stepptänzer. Alle, die da gut sind, haben das nicht bis zu Ende studiert, nur ganz wenige. Also wenn man mich eben so spartenweise vergleicht, schneide ich auch schlechter ab. Es gibt natürlich deutlich bessere Pianisten und deutlich bessere Sänger. Und auch deutlich bessere Mundharmonika-Spieler und Stepptänzer.
aber die Mischung macht's so. Und dass ich eben mit diesen Mitteln meine eigenen Stücke zum Ausdruck bringe, das ist, glaube ich, das, was die Leute darüber hinwegsehen lässt, dass ich kein Klavierdiplom habe. Und Dankeschön. Philippe Collier. Philippe Goyer war einer der Schauspiellehrer, die mir halt von Kollegen empfohlen wurden. So. Und das war auch eine gute Entscheidung, da hinzugehen und Unterricht bei ihm zu nehmen. Also der ist vor allem eine Koryphäe auf dem Gebiet Clown. So. Also wenn man das lernen will, dann am ehesten von ihm. Und es hat sich herausgestellt in dem Clowns-Sonderworkshop, den ich gemacht habe, dass ich keiner bin. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil dann wusste ich auch Bescheid und konnte es loslassen und hatte eine schärfere Vorstellung davon, wo meine Talente liegen und wo eben nicht. Also Sie haben mir schon erzählt, dass Sie König Ödipus spielen und Antigone und letzteres Antigone, glaube ich, mit Melanie Haupt, genau. Das ist Ihre Partnerin, ne? Die habe ich beim Bundesgesangswettbewerb kennengelernt damals, vor 20 Jahren. Also trotzdem, was mich interessiert ist, wenn Sie alleine spielen, da hat man ja keine Ausrede. Du kannst zu keinem Partner sagen, Mensch, warum hast du nicht oder so. Man ist nur selbstverantwortlich. Lieben Sie eine solche Situation? Nun ja, also ich spiele ja in König Ödipus tatsächlich alle 14 Rollen selbst. So. Und das kannte ich schon. Deswegen fand ich die Herausforderung spannend, das bei Antigone anders zu machen und nicht nochmal so, wie ich es eben schon kannte. Also vor jedem neuen Programm setze ich mir diese Herausforderung, etwas auf der Bühne zu machen, was ich vorher noch nie gemacht habe und eigentlich auch nicht gelernt habe. So, und es lag nahe mit Melanie, die mich auch schon bei vielen anderen Musikstücken halt als Duettpartnerin begleitet, das zusammenzutun, weil ich von ihr als Schauspielerin wirklich ganz viel halte, insbesondere von ihrem komödiantischen Talent. Und in dem Moment, wo ich halt ein Stück alleine spiele, muss ich ja immer zwischen den Rollen hin und her wechseln. So, das ist auch, birgt auch sehr viel komödiantisches Potenzial. Aber jetzt in Antigone wirklich in ihr den Widerpart zu haben, also ich spiele König Kreon und sie eben meine Nichte, das erzeugt halt eine ganz andere Spannung und Intensität auf der Bühne, als es mir alleine möglich wäre. Was heißt es, wenn Sie sagen, dass das Streben nach Perfektion unglücklich macht? Weil man sie letztendlich doch nicht erreicht. So, also es gibt ja diese 80-20-Regel, die mir mein Cousin beigebracht hat, dem ich übrigens nachgeeifert habe. Der hat Physik studiert und ich wollte immer sein wie er. Und er ist halt ein sehr smarter, charmanter Typ. Der hat zu Ende studiert und ist dann Unternehmensberater geworden. Er ist übergewechselt zur dunklen Seite der Macht. So, aber er hat tatsächlich auch das Berufsbild des Unternehmensberaters positiv. Sie oder er? Oh, das müssen Sie ihn fragen. Also ich bin nicht unglücklich, ich bin sehr unglücklich damit, dass ich beruflich machen kann, was mir auch wirklich sehr viel Spaß macht. Also dass ich Abend für Abend meiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen kann und immer mehr Menschen mich auf Arbeit besuchen kommen. So. Das ist schon sehr schön. Und er, wenn man ihn fragt, nun, also er hat mal sein Berufsbild mal so beschrieben, dass wenn halt eine Firma krank ist und quasi am Tropf liegt, so er ist der Typ, der Notfallarzt, der mit dem Krankenwagen vorbeikommt, also der quasi den Patienten erst versorgt. So. Und das mit einem ja sehr hehren Ansinnen und auch mit einem, also ja, humanitären. Ich finde, er ist ein guter Typ so, und ich glaube, er macht auch einen guten Job. Was heißt Ihr Motto, einfach machen oder ins Machen kommen? Jetzt habe ich den Faden wiedergefunden. Es ging um das Streben nach Perfektion. Ja. So, er hat mir von der 80-20-Regel erzählt, die wohl auch im Wirtschaftskontext... Mach dir bitte das Telefon aus. die im Wirtschaftskontext wohl häufig befolgt wird. Also man braucht, also auf 80% zu kommen, ist relativ einfach. So, aber für die letzten 20% muss man eigentlich noch mal mindestens genauso viel Energie aufwenden, wie man benötigt hat, um auf diese 80% zu kommen. Deswegen ist die Frage, reichen 80% nicht unter Umständen schon? Sind 80% gut genug? Aber wenn man es nicht so schwer nimmt, wenn man Perfektion anstrebt, aber nicht darunter leidet, sie nicht zu erreichen, dann geht's doch. Dann geht's. Wenn man natürlich verkrampft darauf aus ist, dann wird's furchtbar. So, also ich habe
damals an der UdK in Klassenvorspielen, wo es darum ging, halt das geübte Klavierrepertoire vorzutragen, immer extrem gelitten. So, ich war wahnsinnig aufgeregt, ich hatte Schweißausbrüche, habe gezittert. So, und immer wenn ich mich verspielt habe, dachte ich, um Himmels Willen, Johannes Brahms rotiert im Grabe, oh Gott. Und, ah. Also ich konnte das Musizieren nicht genießen, überhaupt nicht. Und wenn ich meine eigenen Sachen mache, kann ich das aber, weil ich mir da die Fehler mehr verzeihen kann. Wenn ich Fehler mache, dann denke ich, ja, also gerade wenn das Publikum meine Stücke nicht so kennt, denken die vielleicht sogar, es gehört dazu. Das sage ich davon. Also wenn ich mich wirklich hörbar verspiele. Also Sie korrigieren ja nur sich selbst an der Stelle. Genau. So, also ich muss eben keinem Fremdideal entsprechen, sondern meinem eigenen, und ich kann auch ganz gut mal fünfe gerade lassen. Beziehungsweise ich versuche natürlich schon nicht mit Absicht mich zu verspielen, aber wenn ich mich verspiele, ist es halt passiert und man kann es nicht mehr rückgängig machen. Und nochmal einfach machen und ins Machen kommen? Was heißt das? Also mit einfach machen ist gemeint, also es überhaupt erstmal damit anzufangen, also es einfach zu machen, so, und gleichzeitig aber auch es sich und seinem Publikum möglichst einfach zu machen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe das immer im Bundestag erlebt, die Sprache. Also ich pflege immer zu übersetzen. Ich werde eine Debatte nie vergessen, wirklich alle quatschten von der Veräußerungserlösgewinnsteuer, ist schon mal ein fantastischer Begriff, die damals Kapitalgesellschaften in voller Höhe zu bezahlen hatten, Inhaberunternehmen nur zur Hälfte. Das wurde geändert, die Kapitalgesellschaften wurden befreit, Inhaberunternehmen mussten das Doppelte bezahlen. So wurde immer geredet, nur war ich dran. Und das kann ich nicht. Dann gehe ich nach vorne, sage also noch mal ganz langsam, damit das einer wie ich auch versteht. Und dann sage ich, also unter Kohl war es so, wenn die Deutsche Bank einen Kaufpreis bekam, musste darauf eine volle Steuer bezahlen. Und wenn der Bäckermeister, das ist nämlich das Inhaberunternehmen, einen Kaufpreis bekam, musste eine halbe Steuer bezahlen. Und heute unter Bundeskanzler Schröder und Vizekanzler Fischer erleben wir eine sozial-ökologische Reform. Und die besteht darin, dass die Deutsche Bank nichts mehr zu bezahlen braucht und der Bäckermeister Doppelte bezahlen muss. Das ist eine Übersetzung, versteht jeder. Ich schwöre Ihnen, wissen Sie, was nach meiner Rede passierte? 20 SPD-Abgeordnete rannten nach vorne und fragten den damaligen Fraktionsvorsitzenden Struck, ob es stimmt, dass Sie das in einer halben Stunde entscheiden. Als Ihr Verteidiger würde ich sagen, bei Veräußerungserlösgewinnsteuer gehen Ihre Ohren auch zu. Als Staatsanwalt würde ich sagen, wenn man aber der Regierungskoalition angehört und man beschließt neues Recht und weiß gar nicht welches, das geht nicht. Aber hat nicht Seehofer gerade empfohlen, das als Doktrin so zu machen, Gesetze möglichst kompliziert zu machen, damit sie leichter durchgewunken werden? Natürlich, das ist auch so. Da ist auch was dran. Ich meine, gut, dass Sie Gesetze nicht verstehen. Das macht Sinn, weil sonst brauchten Sie uns Anwälte ja nicht, wenn Sie die selbst verstehen. Das können wir nicht zulassen. Aber in der Politik finde ich es einfach unmöglich, muss ich sagen. Übrigens kam Kohl danach zu mir, der war noch im Bundestag, nicht mehr Kanzler, dachte, ja, die war eine sehr gute Rede. Aber ich muss Ihnen sagen, ich war immer ein Mann des Bäckermeisters, nie der Deutschen Bank. Was interessant ist, es stimmt politisch nicht, aber kulturell stimmt es. Der mochte die Bosse nicht, ja? Der Bäckermeister, der Apotheker, das war seine Welt. Das kann ich gut verstehen. Gut, aber wir müssen jetzt wieder zurückkommen zu Ihnen. Fällt mir bloß so ein, wenn Sie so was sagen. Welche politischen Fragen beschäftigen Sie eigentlich zurzeit, wo Sie sagen, also darüber mache ich mir jetzt laufend Gedanken, das bewegt mich, das beschäftigt mich. Also Klima, glaube ich, habe ich schon mitbekommen. Gibt es auch weitere Fragen? Naja, das momentan tatsächlich an erster Stelle, denn also wenn die Erde kaputt geht, sind alle anderen Probleme ja quasi obsolet. Also ich denke mal, das ist das Wichtigste, um das wir uns kümmern sollten, damit wir die anderen Probleme noch weiter haben dürfen. Ja, das stimmt. Wobei ich immer mit Begeisterung gesehen habe, einen Film über die Insel Bikini und das Wasser. Und da hat Frankreich immer seine Atomwaffenversuche unter Wasser gemacht. Und da kann natürlich kein Mensch mehr hin, es ist alles schwer kontaminiert. Und dann zwei Dokumentaristen hielten das nicht aus und sind 3 Jahre später mit 18 Schutzanzügen hingefahren, um einfach zu wissen, ob es noch Tiere und Pflanzen gibt. Und dann waren sie da unten, die früheren Tiere und Pflanzen gibt es nicht, aber eine Fülle anderer, die sind alle schwer kontaminiert, das ist ihnen bloß völlig wurscht.
Das heißt, sie haben plötzlich begriffen, dass wir unsere Lebensgrundlagen zerstören. Das ist nämlich die eigentliche tiefe Erkenntnis, um die es geht. Aber diese Fragen beschäftigen mich aus. Ich habe gehört, Sie tanzen gerne Swing. Ja. Gehe ich zu Recht davon aus, dass Sie uns nichts vortanzen? Oder? Oh, haben Sie das auch gehört? Ja, das Problem ist ja, während ich am Klavier sitze, ja, kann ich schwer dazu tanzen. So, ich habe es auch schon versucht, aber deswegen leiste ich mir ja den Luxus, hin und wieder mit Orchester auftreten zu können, um wenigstens dann mal die Hände und die Füße frei zu haben, um dazu auch tanzen zu können. Zurzeit arbeiten Sie an 6 Projekten. An Themen? 6? Welche sind das? Ja. Ich meine, das sind 5. Nein, da kommt noch ein 6. dazu. Das wissen Sie nur noch nicht. Ach so. Welche 5 Projekte sind es denn? Wir zählen mal durch. Also, es ist das neue Klavierkabarett-Solo-Programm, was im nächsten Frühjahr Premiere haben wird. Ja. Meine Adaption der Zauberflöte, von der wiederum soll es 3 verschiedene Versionen geben. Eine, die am Opernhaus gespielt werden kann, sofern die sich trauen. Ich sehe heute noch Daniel Barenboim. Soll ich ihm das erzählen? Oder rufen Sie ihn doch mal an. Das würden Sie mir einen großen Gefallen mit tun. Ja, und also die Zauberflöte soll es halt geben, also als Opernversion, als gekürzte Version für Kinder und als eine, die wir selber auf die Bühne bringen wollen. Meine Band, meine Duettpartnerin Melanie und ich. Also wir wollen zu 5 eine quasi Sandkastenversion der Zauberflöte, zu der wir uns eben auch selbst auf Instrumenten, auf allen möglichen Instrumenten begleiten, auf die Bühne bringen. Das bringt mich zum 3. Programm. Es gibt ein Programm mit Band, was sich gerade im Aufbau befindet. Ein Duo-Programm mit Melanie, wo wir erstmalig an einem Abend alle unsere über die Jahre entstandenen Duo-Nummern performen wollen. Und ein Kinderstück über Jazz, was ich gerade schreibe mit 2 Kollegen zusammen. Ferdinand von Seebach und Stefan Gänze haben eine Big Band, die Fine Arts Big Band. Und deren Wunsch war es, für Jazz ein Stück auf die Bühne zu bringen, was so ist wie Peter und der Wolf. Also was jungen Menschen halt Musik erklärt und nachmacht. Ja. Und gibt es nicht ein Theaterstück, das Sie auch wieder spielen wollen, ein anderes, ein neues? Also ich habe ja gerade eins auf die Bühne gebracht. Mein letztes Theaterstück ist Antigone. Hatte im letzten Jahr Premiere. Ein neues, meine ich. Noch eins. Was schwebt Ihnen denn davor? Ich will doch bloß zum 6. Projekt kommen. Mal sehen. Also was wir tatsächlich... Also die Welt der griechischen Antike ist ja noch nicht ausgeschöpft. Ja, eben. Und da haben ja einige Stücke erstaunlich viel auch mit der heutigen Zeit, 2500 Jahre später, zu tun. Also vielleicht fällt uns da noch ein drittes ein. Mal sehen. Das wäre sehr schön. Ja. Lieber Bodo Bartke, bevor wir noch ein Lied von Ihnen hören können, worauf wir uns alle schon freuen, möchte ich Ihnen sagen, dass Sie ein seltener und geachteter, nicht nur Klavierkabarettist sind, Sie sind Sänger, Sie sind Schauspieler, Sie sind aus meiner Sicht noch sehr jung und haben deshalb noch viel vor sich. Und wir alle möchten Sie so lange wie möglich genießen. Bleiben Sie uns einfach treu. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Da das Kompliment möchte ich Ihnen gerne zurückgeben, Herr Giese. Ich hoffe, dass wir auch von Ihnen noch viel sehen, hören und erleben werden. Das war mir. Und es ist mir wirklich eine große Ehre, in Ihrer Sendung, in Ihrer Show zu Gast sein zu dürfen. Es war ein Traum. Gut, sagen Sie aber nicht auch noch, dass ich jung bin. Das glaube ich Ihnen. Na, wir haben ja beide im selben Jahr Abitur gemacht. Und Sie sagen, es fällt Ihnen immer erst 24 Stunden später ein. Es ist Ihnen gleich eingefallen, ja?
Und ich darf Ihnen sagen, dass mein Sohn am selben Tag Geburtstag hat wie Sie. Das war nicht einfach, das auf den Tag genau zu teilen. Am 16. Januar. Sie wissen ja, was ich geschafft habe, dass meine Tochter am 1. Mai geboren wurde. Das war vielleicht ein Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Gut, wir hören von mir zum Abschluss ein Stück mit dem Titel Das falsche Pferd. Das trägt den Titel, weil ich glaube, dass wir oft genug aufs falsche Pferd setzen in dem, was wir tun. Denn meiner Meinung nach handeln wir in allem, was wir tun, aus zwei Motiven. Entweder aus Liebe oder aus Angst. Und oft genug ja leider aus Letzterem. Und ich habe mich gefragt, was wäre, was sich gesellschaftlich verändern würde, wenn wir uns mehr trauten, aus Ersterem Motiv zu handeln. Stell dir vor, wir Menschen würden von nun an nur noch Dinge tun, die wir wirklich gerne tun, sprich aus Liebe handeln und fortan all das lassen, was wir hassen. Was wäre dann? Dann gäbe es in unserem Land endlich gutes Fernsehen, weil die Fernsehmacher Fernsehen machten, das sie selber gern sehen. Statt um die Quote, um die sich dort alles dreht, ginge es auf einmal nur um pure Qualität. Des Weiteren fehlte dann hierzulande jede Spur von lieblos hingerotzter Zweckarchitektur. Plötzlich wären unsere Städte Stätten der schieren Freude statt Ansammlungen kalter, deprimierender Gebäude. Es gäbe keine nervtötende Werbung mehr, weil sie ohnehin komplett überflüssig wäre. Denn ausnahmslos jedes Produkt, das existiert, wäre dann mit Hingabe und Liebe produziert. Die Werber würden nicht mehr ihr Talent verschwenden, sondern sich stattdessen der guten Sache zuwenden. Einer Sache, die sie künstlerisch und inhaltlich erfüllt und eben nicht mehr Werbung machen für Nestlé oder die Bild. Plötzlich handelten wir alle aus authentischem Gefühl und nicht mehr aus Angst und marktwirtschaftlichem Kalkül. Wir folgten unseren Herzen und unseren Gelüsten, statt das zu tun, von dem wir glauben, dass wir es tun müssten. Wir würden uns entfalten und neu gestalten und nicht mehr tun, was unsere Alten für richtig halten, die sich klammern an vermeintliche Tugenden und Sitten, unter denen sie absurderweise selber früher litten. Wir trauten uns, wer selbst zu sein und unkonventionell und studierten kaum noch Jura oder BWL oder sagen wir so, Betriebswirt oder Jurist. Wird dann nur noch der, der das auch wirklich gerne ist. Wir alle würden einen Beruf ausüben, den wir wirklich gern tun und von ganzem Herzen lieben. Die gute Laune würde steigen, ganz egal wohin man guckt und ganz nebenbei auch das Bruttosozialprodukt. Die richtigen Leute wären Ärzte oder Richter, Lehrer und Beamte, und die falschen wären nicht da. Die richtigen Leute wären Bäcker oder Banker, Krankenschwestern oder Staatenlenker. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Diesem Dogma müssten wir uns nicht mehr fügen, denn das Vergnügen fänge ja dann für uns direkt schon bei der Arbeit an. Und wie schön ist es, wenn man bei einem Menschen erkennt, er brennt vor was er tut und ist in seinem Element. Und wie schön ist es, sich mit solchen Menschen zu umgeben, die für das, was sie tun, leben. Ich glaube, das ist echt das Schönste, was es gibt, wenn man das, was man tut, leidenschaftlich liebt. Man tut damit nicht nur sich selbst einen Gefallen, sondern letzten Endes allen. Vermutlich sagen sie, das funktioniert doch nie. Naive Hirngespinste, reine Utopie. Wenn alle täten, was sie lieben, wo kämen wir denn dahin? Das hat doch alles überhaupt gar keinen Sinn. Wir unterwerfen uns lieber weiterhin dem Joch, denn das kann ja gar nicht klappen. Was wenn doch? Was wenn doch?
Mensch, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gibt es ein Lied, mit dem ich Ihnen eine Freude machen kann? Oder Ihnen? Vielleicht? Ja. Okay. Oder weil es, als wir darüber sprachen, ja auf großen Anklang stieß, wie wäre es mit dem Hambacher Wald? Sehr gerne. Am Rande von Nordrhein-Westfalen, zwischen Elsdorf und Niederzieher, im Dürener Lande, direkt an der Kante zum rheinischen Kohlerevier, da liegt ein verwunschener Wald, der ist schon 12.000 Jahre alt. Es gibt in ganz Mitteleuropa ein vergleichbares Areal und Habitat für manch stark gefährdete Art, in der Tat kein weiteres Mal. In dieser Form und Gestalt wie den Hambacher Wald. Doch das Gebiet, wo er steht, gehört leider dem Stromkonzern RWE, und der hält den Braunkohleabbau nach wie vor für eine super Idee und macht vor nichts und niemandem Halt, auch nicht vor dem Hambacher Wald. Für die Stromgewinnung aus Kohle der Region ehemals ganzer Stolz werden hier sämtliche örtlichen Dörfer zerstört und der Wald abgeholzt. Und der Schaufelrabagger hat bald sich auch noch das letzte bisschen gekrallt. Dabei weiß man ja eigentlich schon mittlerweile, wenn man Kohle verfeuert, ist das fürs Klima nicht so prima, sondern total bescheuert. Mega umweltschädlich, ineffizient, veraltet und überteuert. Statt dass man endlich mal konsequent Energie nachhaltig erneuert. Ich wundere mich, dass unsere Bundesregierung das umzusetzen die Scheu hat und stattdessen das Schiff einfach unbeirrt auf die Klippen zu steuert. Wie wichtig ihr Klima- und Umweltschutz seien, wird mantramäßig beteuert. Leute, auf diesem falschen Dampfer habe ich nicht angeheuert. Ein lebendiger Wald soll hier weichen für eine sterbende Industrie. Das halten viele hier, inklusive mir, für schiere Idiotie. Und so kämpfen wir für den Erhalt des letzten Restes vom Hambacher Wald. Und es geht dabei ums große Ganze und nicht um den einzelnen Baum, sondern um unseren grundsätzlichen Umgang mit unser aller Lebensraum. Und darum ist der Hambacher Wald ein Wald mit Symbolgehalt. Doch RWE will nun eiskalt, da ihr die Umwelt noch nie so viel galt, den Wald räumen mit roher Gewalt und die Kettensägen kommen bald. Freunde, seid ihr für den Erhalt von Umwelt und Artenvielfalt, dann hebt eure Hände und ballt sie zur Faust für den Hambacher Wald, damit der Protest nicht verhallt, sondern im ganzen Lande erschallt. Erheben wir uns jung und alt und schützen den Hambacher Wald. Thank you.
Dankeschön. Dankeschön.